Was geht ab, Friends? Heute wieder mit einem neuen Video. Ihr habt gestern das Döner-Video gesehen und es hat sehr vielen von euch gefallen. Und deswegen machen wir heute einen sehr ähnlichen Content. Und zwar geht es um FIFA 22. Alle bekannten Namen aus der Streaming-Welt, ob es jetzt Gamer sind oder nicht, spielen es. YouTube ist voll mit dem Content, alle zocken Ultimate Team. Ultimate Team, für die, die es nicht wissen, worum es geht, du hast ein Team, das du dir zusammenstellst, womit du online gegen andere spielen kannst. Um diese Spieler zu kriegen, musst du Karten ziehen. Eine Karte ist dabei entweder ein Spieler oder ein Item, was du nutzen kannst. Und diese Karten bezahlst du mit der FIFA-eigenen Währung. Diese kannst du dir verdienen in bestimmten Modi, indem du Aufgaben erfüllst, oder du kannst sie kaufen. Und genau das wird hart kritisiert, dass du mit echtem Geld dir FIFA-Währung kaufst und mit dieser FIFA-Währung dann Packs ziehst. Jetzt könnte man als ersten Kritikpunkt sehen, Pay to Win. Aber es gibt noch eine weitere Sache, die viel schlimmer ist, was die meisten Leute stört. Denn wenn du diese FIFA-Währung dann hast, dann kannst du zwar im Shop bestimmte Spieler kaufen, die sind aber so unfassbar teuer, dass sich das meistens keiner leisten kann. Wie viel die Währung in Euro circa wert ist, dazu kommen wir gleich. Aber das ist für die meisten zu viel, also ziehen sie Pakete. In diesen Packs sind Spieler, andere Itemkarten drin und du weißt vorher nicht, was da drin ist. Vielleicht erinnert ihr euch, ihr habt früher Yu-Gi-Oh! Booster oder Pokémon Booster gekauft. Diese Hüllen, in denen verschiedene Karten drin sind, wo du vorher nicht weißt, was drin ist. Für ein paar Euro hast du die gekauft, hast du aufgemacht, hast dich gefreut, wenn was Krasses drin war. Oder es gab nur Scheiße und dann hast du die Karten getauscht. Und das Prinzip gibt es auch in FIFA. Spieler ab FIFA 15 haben Geld ausgegeben, um spieleigene Währung zu bekommen und haben damit Packs gezogen. Und dieses Packs ziehen, echtes Geld auszugeben und darauf zu hoffen, dass was kommt, dass was Gutes kommt, entspricht 1:1 dem Glücksspielgedanken, sagen zumindest viele. Und das kritisieren sie an FIFA. Und genau darum geht es in diesem Video. Viele haben darüber natürlich schon berichtet, aber ich glaube, dass EA mit FIFA 22 eine ganz neue Dimension erreichen wird. Natürlich. Das macht Content. Viele gucken sich das gerne an. Aber auf der anderen Seite sehen viele das bedenklich, dass man den Jugendschutz nicht gewährleistet. Denn FIFA 22 kannst du nicht erst ab 18 kaufen. Das kaufen sich auch sehr viele Minderjährige. Und wenn diese jetzt die Möglichkeit haben, quasi Glücksspiel damit zu betreiben und sehr viel Geld dalassen, kann es sogar zu einer Sucht führen. Nur damit ihr die Dimensionen versteht. Ultimate Team hat bei FIFA 15, soweit ich weiß, angefangen. FIFA 15 war auch das meistverkaufteste FIFA-Spiel überhaupt. Also 16, 17, 18, 19... Die waren alle schlechter als FIFA 15. Das hat sich 19 Millionen Mal verkauft. Aber auf dem ersten Platz ist FIFA 21 von letztem Jahr, wo das auch wirklich komplett durch die Decke gegangen ist. FIFA 21 hat sich 31 Millionen Mal verkauft. Das Spiel alleine. Also ich rede jetzt nicht von Ultimate Team oder so. Als Ultimate Team eingeführt worden ist in FIFA 15, hat Ultimate Team 587 Millionen Dollar in Mikrotransaktionen bewirkt. Das heißt, dass die Käufe, die im Spiel getätigt worden sind, ohne dass die Spielverkäufe dazu gehören, nur das, was du im Spiel gekauft hast, 587 Millionen Dollar Umsatz betragen haben. Zum Vergleich, FIFA 21 hat 1,62 Milliarden Dollar Umsatz nur an Mikrotransaktionen bewirkt, was in FIFA 21 ausgegeben worden ist. Und das nur für Ultimate Team. Ich rede jetzt nicht von anderen Sachen, nur Ultimate Team. Und damit sind wir schon an dem Punkt. EA verdient sich dumm und dämlich mit Ultimate Team. Und das hat dazu geführt, dass einige Länder sich auch damit beschäftigt haben, ob das Glücksspiel ist oder nicht. Belgien zum Beispiel. Belgien hat es verboten, dass du die spieleigene Währung in FIFA mit echtem Geld kaufen kannst. Die Lootboxen, wie sie auch heißen, also diese Pakete, die du kaufen und dadurch öffnen kannst, die kannst du aber immer noch kriegen. Dadurch, dass du jetzt in Belgien zwar nicht mehr käuflich erwerben kannst, musst du durch Ingame-Aktivitäten, durch Erfolge, durch Leistungen, durch Aufgaben erfüllen, quasi diese FIFA-Points dir verdienen und kannst sie dann eintauschen. Das, was du an Points kriegst, ist nichts im Vergleich dazu, was diese krassen Pakete kosten. Dementsprechend haben Nutzer aus Belgien einen entscheidenden Nachteil in dieser Hinsicht. Jetzt fragen sich vielleicht einige, was kosten denn diese Points? 100 FIFA-Points kosten 99 Cent. Wenn du 10 Euro investierst, also 9,99 Euro, kriegst du schon 1050 Points. Und wenn du ein richtig dickes Portemonnaie hast, investierst du 99,99 Euro, also knapp ein Huni, und kriegst 12.000 FIFA Points. Hört sich jetzt viel an. 12.000 Points, Digga. Okay, für 100 Euro. Man merke, deutlich teurer als das Spiel selber. Was kriegt man denn für diese Points? Bei FIFA sind die Karten nach Qualität sortiert. Bronze, Silber
und Gold. Wenn ich an dieser einen oder anderen Stelle einen falschen Begriff benutze, ich bin nicht in dieser FIFA-Welt so krass als Spieler drin, dementsprechend sieht mir das bitte nach. Und je höher die Qualität, desto höher auch die Punkte. Und diese Bronzekarten bringen meistens einen Scheiß. Wenn du dir ein gutes Pack gönnen möchtest, wo du auch nur ein bisschen Hoffnung drauf hast, einen guten Spieler zu ziehen, musst du das Premium Gold Pack ziehen. Du hast auch die Möglichkeit, eine sehr seltene Karte zu ziehen. Und du hast auch die Möglichkeit, eine Karte zu ziehen mit einem Spieler, dessen Gesamtwertung über 84 liegt. Wenn du mit echtem Geld FIFA Points kaufen möchtest, dann kostet dich dieses Premium Gold 13 Pack 150 Points. Umgerechnet kann man sagen, also circa 1,50 Euro. Dieses Premium Gold Pack gibt es auch als Jumbo Premium Gold Pack, wo du mehr Karten drin hast und wo du auch eine bessere Wahrscheinlichkeit hast, eine seltene Karte zu ziehen. Das Jumbo Premium Gold Pack kostet 300 FIFA Points, also pro Pack ca. 3 Euro. Das heißt, das Doppelte, wie das andere Paket kostet. Der Druck, in diesem Spiel gut zu sein, vor den Freunden zu flexen, ist enorm. Das Suchtpotenzial ist enorm. Viele Jugendliche investieren ihr ganzes Geld und kaufen Pack und Pack und Pack und Pack. Und das wird halt kritisiert. EA steckt sich 1,62 Milliarden Dollar letztes Jahr in die Tasche mit Ultimate Team. Und das Ganze könnte finanziert sein von Minderjährigen oder von Süchtigen. Jetzt denken sich einige, tamam, okay, wenn du so ein krasses Team haben möchtest, dann investierst du das Geld vielleicht. Ihr seht wahrscheinlich auch diese ganzen Videos, wo Leute Packs ziehen live und wo man verfolgen kann, wie oft was Gutes kommt. Es kommt sehr selten was Gutes. Du musst viele, viele, viele tausende Euro investieren, bis was Gutes kommt. Hier mal ein paar Zahlen. Wenn du dieses ganz normale Premium Gold Pack ziehst, hast du eine Wahrscheinlichkeit von 7,7%, einen Spieler über 84 zu ziehen. Leute, die FIFA spielen, wissen, das ist ein starker Spieler, aber das ist nicht Endlevel. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist nur 7,7%. Die Wahrscheinlichkeit, einen seltenen Once-to-Watch-Spieler zu ziehen, ist unter 1%. Wenn du das größere Pack nimmst, das Jumbo-Gold-Pack, da liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Spieler über 85 gerade mal bei 8,9%. Das heißt, es könnte sein, dass du dieses Pack ziehst und der beste Spieler, den du da drin hast, ist vielleicht ein 81er, ein 82er. Was schon sehr bitter sein könnte. Die Wahrscheinlichkeit, hierbei einen seltenen Once-to-Watch-Spieler zu ziehen, ist bei 1,5% circa. Wir sehen, die Zahlen sind extrem niedrig. Das ist auch der Grund, warum EA stark kritisiert wird für Ultimate Team. Jetzt denken sich vielleicht einige, ja okay, aber 1,50 Euro für so ein Pack ist doch völlig okay. Aber da gibt es einen entscheidenden Unterschied. A, sind die Angaben zu der Wahrscheinlichkeit, einen guten Spieler zu ziehen, nur bezogen auf Spieler über 84. Es gibt aber sehr viele von diesen Spielern. Wenn du wirklich ein sehr krasses Team haben möchtest, brauchst du Spieler, die alle an die 90 oder weit drüber gehen. Die Wahrscheinlichkeit, so einen Spieler zu ziehen, ist extrem gering. Ihr wisst es vielleicht, alle sagen, die wollen Mbappé ziehen, die wollen Neymar ziehen, die wollen Messi ziehen, die wollen Cristiano Ronaldo ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, so einen Spieler zu kriegen, ist verschwindend gering. Es gibt sehr viele YouTuber, die stundenlang, tagelang live waren und mehrere tausend Euro verballert haben. 6, 7, 8, 9, teilweise 10.000 Euro in diese Packs und hatten vielleicht ein oder zweimal so einen krassen Spieler gezogen. Ich kenne sehr viele Menschen, die davon berichtet haben, dass sie 400, 500 Euro Packs gezogen haben und keinen anständigen Spieler dabei raus hatten. Und gerade diese niedrige Hemmschwelle, dass man sagt, ach komm, 1,50 Euro ein Pack kann man ja mal machen. Dann macht man das 4, 5 Mal hintereinander, hat einen Zehner ausgegeben. Dann lädt man 30 Euro auf und sagt, komm, diesmal gönne ich mir richtig. Zieht diese ganzen Packs und es ist nichts Gutes bei rumgekommen. Und dann denkt man sich, scheiße Digga, wenn ich jetzt aufhöre, habe ich sinnloses Geld in den Sand gesetzt. Vielleicht, wenn ich noch ein, zwei Packs ziehe, kommt der krasse Spieler und das Geld rentiert sich. Und so kommt man immer wieder in so eine Teufelsspirale, immer wieder in so einen Teufelskreis und gibt mehr Geld aus und mehr Geld aus und mehr Geld aus. Dann sieht man, oh, der Kollege hat einen krassen Spieler gezogen oder der YouTuber hat einen krassen Spieler gezogen. Ich möchte das auch. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar gering, aber ich möchte das auch. Und was macht man? Man investiert Geld. Immer mehr und immer mehr. Und die wirkliche Wahrscheinlichkeit, einen guten Spieler zu ziehen, die kennt wahrscheinlich nur EA. Das Gefühl, dass eine Wahrscheinlichkeit da ist und dass man vielleicht der eine sein könnte, der diese Wahrscheinlichkeit trifft. Diese Hoffnung, die ist in uns allen. Das gleiche Prinzip gilt für Lotto. Man denkt sich, vielleicht bin ich der eine Glückliche. Oder beim Glücksspiel, man denkt sich, vielleicht habe ich heute mal besonderes Glück. Genau das ist es, was das Ganze so gefährlich macht. Die Sucht und die Hoffnung, dass man es schaffen kann. Und genau das macht EA stinkreich. An dieser Stelle kommen wir jetzt zu meiner eigenen Meinung, warum ich das Video gedreht habe. Ich wollte euch ja A, informieren und B,
euch vielleicht etwas an die Hand geben. Spiele sollten dafür sein, Spaß zu haben. Ihr sollt dabei abschalten können, ihr sollt dabei Glücksgefühle entwickeln. Spiele sollten nicht dafür gemacht sein, euch süchtig zu machen oder euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Früher, wenn man über Spielsucht geredet hat, dann waren die negativen Folgen davon, dass man die ganze Zeit vor dem Spiel gehangen hat und den Bezug zur Realität verloren hat. Heutzutage verliert ihr nicht nur den Bezug zur Realität, ihr verliert auch euer Geld. Es könnte durchaus sein, wenn du in so einen Wahn verfällst, dass du mehrere tausend Euro pro Jahr in FIFA investierst. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Die meisten wissen gar nicht, wie viel sie investiert haben schon in diese FIFA-Points. Und da liegt wirklich die große Gefahr von diesem Spiel. Ich selber habe früher sehr gerne privat FIFA gespielt. Ich habe die Zeit aktuell dazu nicht mehr, aber ich habe dieses Ultimate Team nie so gefeiert. Denn am Ende des Tages ist es nichts anderes als Pay to Win, meiner Meinung nach. Dementsprechend, bitte, falls ihr in Zukunft dieses Spiel spielt und euch denkt, ihr wollt euch ein krasses Team aufbauen und kurz davor seid, FIFA Points zu kaufen, überlegt es euch zweimal. Verfallt nicht in eine Sucht und vergisst nicht mal, ab und zu auch die PlayStation auszuschalten. Wenn ihr Kinder habt und die dieses Spiel spielen, kontrolliert, was sie machen. Achtet darauf, dass sie nicht in dieses Schema verfallen. Wenn euch erstmal bewusst wird, wie teuer diese Points überhaupt sind und wie viel Geld da wirklich fließt, werdet ihr hoffentlich eure Entscheidung auch ganz anders treffen. Das war's an dieser Stelle mit diesem Video. Ich küsse eure Herzen, passt auf euch auf, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, auch gerne auf Instagram oder TikTok. Morgen bin ich wieder am Start mit einem ganz normalen Video. Schreibt mir jetzt eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr schon sehr viel Geld bei FIFA verzockt? Spielt ihr überhaupt FIFA? Was gefällt euch am besten? Habt ihr einen krassen Spieler gezogen? Und wie viel Geld musstet ihr ausgeben, um diesen krassen Spieler zu ziehen? Ich lese die Kommentare auch sehr gerne, ich vergebe auch oft Herzen. Also seid fleißig, passt auf euch auf, bis morgen und Peace.